alles steht im Zeichen eines riesengroßen Tannenbaumes. Willkommen zurück bei Let's Splinter, willkommen zurück bei Civilization 6 und unserem Weg zur Raketentechnik. Der Raumhafen, er steht kurz bevor. Doch da ist noch etwas anderes. Wir haben den Weihnachtsbaum entdeckt im Golf von Cadiz, im reichen Ozean in der Bohai-Bucht. Sucht es euch aus, wir wollen noch ein paar Städte setzen. Und deswegen freue ich mich, dass mein erster Siedler hier an Ort und Stelle angekommen ist, um den Devil's Tower zu umbauen. Dann werden wir den nächsten Siedler hier rüber schieben, um in diesem Tundra-Gebiet etwas zu etablieren. Ich könnte mir vorstellen, dass der auch sofort wegen der guten Erträge hier runtergeht und die Stadt im Zentrum setzt. Die Frage ist, wie schnell wäre er da? Wir gucken mal. Das dauert 6 Runden, bis der hier hinten ist. Hier runter dauert es nur unwesentlich mehr. Ich finde die Erträge, wenn wir uns das mal anschauen, hier unten ein gutes Stück besser, gerade mit den Modernisierungen, Elfenbein, Wildbonusressource, die Kohle als strategische Ressource, ganz, ganz wesentlich. Und insofern würde ich mich gerne umentscheiden, zu Beginn dieser Folge euch herzlich begrüßen, mir wünschen, dass, wenn ihr es noch nicht getan habt, einfach mal kurz auf den Abo-Knopf drückt und das Video mit Gefällt mir markiert. All das hilft mir und wird euch natürlich zu gegebener Zeit mehr Videos von mir zeigen, wenn ihr denn Bock drauf habt. Wir steigen ein, wir gehen in die nächste Runde und werden, wie gesagt, aus den 2 Siedlern, die hier vor Ort sind, dann relativ schnell ein Wachstum generieren. Das geht hier oben sehr zügig. Die Stadt wird ein Stück weit brauchen. Ich werde eventuell die Pelze hier als allererstes anbinden, damit wir hier ein gutes Wachstum schnell haben, damit wir 1, 2, 3 weitere Siedler rauspushen können. Das möchte ich vor Ort oder an Ort und Stelle tun, denn der Weg hier runter war weit und beschwerlich übers Meer. An Guarda vorbei, von Lissabon kamen die Siedler. Und wir sehen hier, ich habe den ersten Spot markiert für einen Raumhafen. Da kommen wir aber in dieser Folge noch zu. Lasst uns weitermachen. Handelsposten erstellt einmal in Guangzhou und in Porto. Nun denn, das ist ein Thema. Hier müssen wir dann schauen, ob wir die Nahrung hinbekommen. Eine Runde bis zum Hungertod, relativ bitter. Aber das werden wir gleich kitten durch einen internen Handelsweg oder viel, viel Nahrung. Horatio Nelson baut einen Leuchtturm und eine Werft in einem Gebiet. Da müssen wir umsiedeln. Können wir aber noch nicht. Machen wir in der nächsten Runde. Denn wir müssen hier unten erstmal die Stadt hinbekommen. Und dann kann er das entsprechend vor Ort direkt machen, wenn hier der Hafen gesetzt ist. Das wird noch ein bisschen dauern. Wir setzen ihn dann aber entsprechend um. Nächste Fatoria. 4 Gold, 1 Produktion hinzu in Mexico City. Und ich glaube, oh, wir wollen hier keinen Krieg erklären. Hat die Nao noch eine Baumöglichkeit? Nee, leider nicht. Okay. Dann geht sie... Ich glaube auch tatsächlich, also alle meine Schiffe gehen irgendwie runter hier in die in den Bereich der Insel mit dem Weihnachtsbaum. Wir könnten uns natürlich auch noch um den unfreundlich gesinnten Shaka sorgen. Boah, der ist mit, was geht denn mit ihm? Der ist mit relativ vielen gut in Kontakt und in Beziehung. Mal gucken, ob wir eine dauerhafte Botschaft errichten können. Nein, man hat kein Interesse. Casus Belli haben wir auch keinen. Wir hoffen einfach nur, dass er nicht irgendwann irgendwie einen Überraschungskrieg gegen uns rausholt. Horn, Brust und Lenden ist seine Agenda. Versucht so viele Korps und Armeen wie möglich einzusetzen und respektiert jeden, der dieser Strategie folgt. Ja, wir könnten die Einheiten, die wir hier unten haben, dann relativ zügig zusammenpacken. Aber wir haben ja noch was anderes vor. Hier ist noch eine Karavelle. Und insofern tun wir gut daran, all unsere Schiffe hier runter zu schicken und dann eventuell diese Agenda auch noch zu erfüllen. Wir bekommen offene Grenzen für Pferde, Salpeter und Co. Und viel Gold. Ja, warum denn eigentlich mal nicht? Menelik kann es gebrauchen. Wir geben es ab. Und hier unten flüchtet ein Schiff. Und ich weiß nicht von wem. Ich glaube irgendwie von... Nee, von den Babyloniern. Haben die Farbe inne? Ich weiß es doch auch nicht. Hier werden wir attackiert. So weit, so klar. Ja, die Frage ist, bekommen wir es mit 3 Einheiten hier hin? Ich würde fast behaupten, ja, das sieht sehr gut aus, wenn wir jetzt hier mit der ersten zuschlagen. Wir machen das jetzt einfach. Teil 1. Dann müssen wir... Oh, verdammt, wir haben nicht die Reichweite hier. Können wir... Nee, wenn wir da außen rumgehen... Oh, das ist bitter. Dann würde ich es gerne mit dieser Einheit hier versuchen und hoffe, dass das reicht, weil wir kommen hier nicht weiter. Es ist ein Stück weit erstaunlich. Aber dann attackieren wir das Schiff und es müsste auch so dann in der nächsten Runde reichen. Ah nein, wir haben es sofort geregelt. Okay, dann können wir jetzt auch eine Flotte bilden.
gibt uns zwei Zeitalterpunkte. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt der Agenda gut tut. Das müssen wir nochmal kurz ausklamüsern. Es geht um Korps und Armeen. Und das sind natürlich militärische Einheiten, die nicht an Wasser oder am Wasser gelegen sind. Wir werden das sehen, ob das irgendwie ihm zuträglich ist. Kratsch und immer schauen, ob daraufhin was passiert. Nee, Handelswege findet er cool. Ansonsten war es das leider. Wir gucken auf 11 bis 31 Runden. Wir sind noch satt und breit im dunklen Zeitalterbereich, weil wir im Goldenen sind. Ah, da müssen wir ein bisschen aufpassen. Aber jetzt gründen wir erstmal eine Stadt. Ich hoffe, das gibt mir auch einen Zeitalterpunkt wegen der Tundra. Oh, sogar zwei. Denn auf einem noch nicht von uns besiedelten Kontinent haben wir eine Stadt platziert. Das ist sehr gut. Zwei Zeitalterpunkte für Elvas. Wir bekommen einen Handwerker hinzu. Das hilft uns natürlich sofort weiter. Der zieht hier raus. Der Siedler geht runter. Ja, und dann hoffen wir, dass hier relativ schnell die Stadt wachsen kann. Sie nimmt sich natürlich das Feld hier. Ich bin im Überlegen, einmal links zu kaufen. Wir haben 10.000 Gold. Die 150 nehme ich gerne mit. Und dann wird hier drüben die dreifache Nahrung rausgehauen. Dann wächst die Stadt auch relativ schnell. Wir können das gerade nochmal hier aktualisieren. Ja, in 6 Runden dann bereits. Und die vordergründlichste Angelegenheit ist, tatsächlich auf ein Monument zu gehen. Ich nehme noch ein bisschen Kultur mit. Es ist sehr kostengünstig. Elvas kann schnell wachsen. Und dann geht es eigentlich auch schon um den ersten Bezirk. Da haben wir uns noch gar keine großen Gedanken. Na doch, haben wir natürlich gemacht. Wir setzen den Hafen als erstes. Entschuldigt. Er gibt uns einen Riesenbonus wegen den ganzen Luxusgütern, den ganzen Fischangelegenheiten. Lobster, Fische, also alle Ressourcen, die wir drumherum haben, sorgen dafür, dass es hier einen 5er-Bonus gibt. Und das ohne die Nachbarschaftskombination mit einem Handelsbezirk. Das ist schon ziemlich mächtig, muss man einfach sagen. Flotte, weltgrößte Zivilisation, hat 3 Zeitalterpunkte gegeben. Oh ja. Der Anblick des Devil's Tower gibt auch nochmal 3 Zeitalterpunkte. 2 für die... Wow, das gab richtig viel. Und eine Tundra-Stadt. Das wurde uns alles gar nicht in Gänze angezeigt. Schaut euch das mal an. Tundra-Gelände 1, dann nicht besiedelter Kontinent 2, Devil's Tower 3. Das heißt, Elvas ist die neueste Stadt unseres wachsenden Reiches und andere Zivilisationen beäugen sie volle Bewunderung. Das deutet darauf hin, dass unsere Zivilisation sich zur größten der Welt aufgeschwungen hat und über mindestens 3 Städte mehr als der nächstgrößte Konkurrent verfügt. Diese Stadtgründung war 3, 6, 8, 9 Punkte, 9 Zeitalterpunkte wert, 9. Und damit sind wir nur noch 7 in der gleichen Runde vom rettenden normalen Zeitalterufer entfernt. Wow, 9 Zeitalterpunkte für Elvas. Das ist nicht nur mächtig, das ist brutal. Leichter Vulkanausbruch. Wir kümmern uns wieder ein bisschen um die Probleme der Welt. Vulkan wird aktiv in Jerewan. Gott sei Dank kein Thema für uns. Können wir ein paar Luxusgüter abgreifen? Nein, es geht um andere Güter. Wir haben aber eine Stadt ohne Energie. Guarda. Ah, da müssten wir eigentlich mal dran. Forschungslabor kommt. Industriegebiet, da brauchen wir eine Bevölkerung von 13. Das ist in 4 Runden möglich. Und dann müssen wir das Ganze nochmal neu betrachten. So verschenken wir natürlich momentan ein paar Erträge. In Beja haben wir Probleme mit dem Wohnraum. Das ist ärgerlich, weil da können wir momentan nicht viel tun. In Guimarães ebenfalls. Und hier ist wirklich die Frage, ob wir dann auf ein Wohnviertel gehen. Aber es gibt keinen Standort mehr dafür. Oh, das ist hart. Dann gibt es auch hier logischerweise eine natürliche Begrenzung momentan. Und in Leiria, ah, da können wir es wahrscheinlich noch, da geht die Kanalisation. Das Problem ist, die Felder, die hier bewirtschaftet werden, sind einfach so eklatant schwach momentan mal noch. Wir müssen auf den Campus warten. Ja, wir können hier noch einen Handwerker hinziehen. Ich weiß gar nicht, wo der nächste ist. Ja, das wird alles noch ein bisschen dauern. Na, da müssen wir noch ein bisschen abwarten. Wir schicken Horatio Nelson bitte einmal ganz klar hier runter. Und dann kann er natürlich dann entsprechend zu gegebener Zeit, wir gucken uns das nochmal an. Wo steht denn jetzt seine Fähigkeit? Ist doch hier tatsächlich nicht mehr hinterlegt, aber es... Moment, das gucken wir uns nochmal an. Horatio Nelson. Baut sofort den Leuchtturm und die Werft in dem Bezirk. Ja, das wollen wir natürlich dann hier, sobald der Hafen gesetzt ist, in Elvas dann auch erreichen. Freie Stadt erbittet die Zivilisation Sodo. Okay, gehört jetzt zu Ungarn. In Ponta Delgada ist ein Handwerker fertig. Und der kann doch gerne mal aktiv werden. Wir nehmen hier die Mine rein. Brauchen das Alu.
Boosten damit die Nanotechnologie. Eine Runde noch bis zur Raketentechnik. Wo ist die Nanotechnologie? Oh, hier hinten, für den Mars-Kolonie-Start. Aluminiummine ist gesetzt. Das hilft uns auf jeden Fall zu gegebener Zeit weiter. Und dann müssen wir hier noch überbrücken. Handwerker haben ein bisschen was zu tun. Ponta Delgada geht auf jeden Fall jetzt auf den Campus. Oh nein, wir brauchen noch 2 Runden Wartezeit. Ah, das ist ärgerlich, weil wir noch nicht genug Bevölkerungspunkte haben. Was können wir in 2 Runden machen? Ein Bogenschützen, na herzlichen Glückwunsch. Die Stadtmauern, die Frage ist, erinnere ich mich in 2 Runden daran, dass ich hier auf dem Weg zur Werkstatt bin? Die ist so günstig. Ich bin unzufrieden. Ich bin wirklich unzufrieden. Wir können ja mal einen Spion setzen. Spion und in 2 Runden dann wieder rausnehmen. Erinnert mich dran, wenn das Video längst online ist. So, wir roden hier, aber nicht für den Handwerker. Das sparen wir uns auf. Roden einmal weg. 55 Produktion, 55 Nahrung. Und gehen dann auf einen Theaterplatzbezirk. In Viseu. Porto, ja, braucht auf jeden Fall die Nahrung. Da ist intern natürlich das Beste. Evora. Ah, ist hier auf 4 gesunken. Das ist relativ bitter. In 2 Runden wächst die Stadt dann tatsächlich. Guimarães. Wir gucken, ob wir... Gibt es noch den Wunsch nach dem Handelsweg? Samarkand. Ich glaube, ansonsten ist hier nichts zu tun mit Handelswegen. Wir können uns voll auf das Maximum konzentrieren. Gehen aber nicht auf Nahrung, sondern auf alles. Und was gibt uns am meisten von irgendwas? Welcher Weg ist hier noch wirklich ertragreich? Was ist denn mit den Holländern nochmal? Ich glaube, von Guimarães ist es nicht unbedingt wirklich lukrativ. Wir gucken mal nach verfügbaren Wegen, beziehungsweise schauen wir das an, weil es so viele gibt. Und wer sucht, der findet. Unsere neu gegründete Stadt Elvas nach Amsterdam bekäme 3 Produktion, 100 Gold, 3 Wissenschaft, 3 Kultur und 3 Glauben. Ich glaube, wir haben einen Händler zu versetzen nach Elvas und wissen, was wir als nächstes tun. Der Handwerker wartet hier noch ein weiteres Mal. Unsere Einheiten haben richtig zu kamellen. Das ist schon ziemlich viel. Rücken hier raus, damit wir schneller anschließen können. Ich will hier oben auch noch relativ viel machen. Ihr seht es ja in den entsprechenden Pins. Handwerker hier für 3 Aktionen. Schwierig. Aber wenn wir ihn schon mal haben, nutzen wir ihn natürlich auch bestmöglich. Eine weitere Now, ja, die geht, ihr wisst wohin. In Braganza ist die Bibliothek durch. Ja, wir gehen hier drauf, ein bisschen was zu kaufen. Die Frage ist immer noch, was macht unser Big Ben? Er braucht noch 16 Runden. Und wie lang braucht Wilka Waman noch? Das ist echt schwierig. Ich frage das natürlich deshalb, weil wir das Gold ja unbedingt nutzen wollen, um dann entsprechend unsere Schatzkammer massiv zu etablieren und zu verdoppeln oder zu gefühlt 20.000-fachen. Deswegen bräuchten wir eigentlich das Geld. Die Navigationsschule gibt allerdings viel Wissenschaft, ist das einzigartige Gebäude von Portugal. Ich bin eigentlich dafür, Dima zu setzen mit den 1.000. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass wir das Geld aufbrauchen können, weil wir den Big Ben nicht rechtzeitig schaffen. Nichtsdestotrotz müssen wir jetzt wieder produzieren. Die Schiffswerft gibt viel Gold und viel Produktion ab. Kostet 1160. Ha, da haben wir die schon schneller. Also das ist ja eine Drittelrunde momentan nur. Da macht Produktion eigentlich gar keinen Sinn mehr. Hafenverschiffung für Gold und große Admiralpunkte. Die Hilfsanforderungen, boah, die sind da richtig am reinbuttern teilweise. Fraglich, ob ein Staudamm hier sinnvoll ist. Ich finde fast nicht. Das kriegen wir schnell wieder repariert im Zweifelsfall mit unseren Handwerkern. Ich glaube, ich gehe aufs Forschungslabor. Das kostet 1760. Das ist nicht wenig. Irgendwas muss produziert werden. Können in Evora mit Glauben übrigens ein Sendezentrum holen. Gibt uns 6 Kultur hinzu. Wenn man bedenkt, dass wir hier beim Big Ben sind. Die Frage ist, welche großen Persönlichkeiten können wir eventuell mit Glauben abgreifen? Schwierig. 5800 zahlen wir für Produktion für den Bau von Wundern. Gustav Eiffel, wie gesagt, 480 nur. Das ist ein bisschen wenig hier. Das hatten wir in der letzten Folge. 480 würde uns gerade mal 700 Pünktchen geben. Und ich finde, 5000 ist dafür echt eine satte Summe. Ich glaube, das Sendezentrum kaufen wir uns über den Glauben. Wir können das hier aufgrund unseres Suzerän-Status. Wenn ich mich nicht komplett irre. In Braga ist die Schiffswerft durch und wir können fast nichts machen. Freiheitsstatue wäre ein Thema.
Vier Glauben, vier Diplomatie-Siegpunkte. Alle Städte im Umkreis sind loyal zu 100%. Die Frage ist, baut schon jemand die Freiheitsstatue? Das können wir jetzt nämlich nicht die ganze Zeit machen, dass wir irgendwas bauen, was schon woanders in der Produktion steckt. Wäre ein wahrhaftiges Thema. Das macht noch keiner. Aber die nur für den Spaß? Also Fakt ist, wir können hier sonst nichts mehr bauen, ne? Wir haben keinen Platz. Das war dieses ganz schmale Ei hier bei den Galapagos-Inseln. Da ist kein Bezirk mehr möglich, außer hier vielleicht irgendwie ein, nicht ein Unterhaltungskomplex, sondern ihr wisst, worauf ich hinaus will. Der Wasserpark wäre es. Ausrichtung, wir brauchen die Naturgeschichte. Ach, guckt mal, in einer Runde. Oh, dann könnten wir den natürlich auch in einer Runde setzen, ne? Haben wir was, was in einer Runde fertig ist? Wieder ein Speer. Das macht alles so gar keinen Sinn. Bogenschütze in zwei, Handwerker in vier. Ich glaube, dann holen wir uns hier noch einen Handwerker. Wir können die Stadtmauern gehen flotter. Dann sind wir nur drei Runden gefangen. Wir setzen die einfach mal hier. Theaterplatz fürs Sendezentrum. Ja, das bauen und produzieren wir hier mal raus. Wir haben sowieso keine Möglichkeiten mehr hier unten. Hier ist auch kein Platz mehr in Gimadaesh. Also die Wasserkarte sorgt natürlich dafür, dass wir ein bisschen eingeschränkt sind. Aber ich freue mich auf die Raketentechnik. Ich freue mich auf den Wasserpark. Und alles, was dazugehört. Das wird jetzt relativ viel. Wir bekommen gleich zwei Gesandte. Wir bekommen Steinbruchmodernisierung verbessert. Erdsatellitenstartmöglichkeiten. Raketensilo. Also es ist schon einiges drin in dieser nächsten Runde. Sehr, sehr cool an der Stelle übrigens. Der eine freut sich, der andere hasst uns. Shaka hatte eben gesagt, wir haben ein bisschen wenige Truppen. Ja, Gefallen an der Ebene finden wir. Die Hügel gehören Menelik. Soll mir recht sein. Und wir denken gleich an den wahnsinnigen Handelsweg hier unten von Elvas aus nach Amsterdam. Das gibt einen Megaweg. Aber erst wird jetzt hier relativ viel passieren. Zwei Zeitalterpunkte für die erste Zivilisation der Welt einer neuen Technologie. Das ist gut und ihr hört's jetzt. Raketenwissenschaft wurde mythologisiert und steht in keinem Verhältnis zu ihrem wahren Schwierigkeitsgrad mehr. Und damit ist der Raumhafen als Bezirk möglich. Der ist relativ kostenintensiv. Wir gucken da nochmal drauf. 1800 Produktionspunkte. In allen naturgeschichtlichen Werken finden wir ständig Details über die wundersame Anpassung von Tieren an ihre Nahrung, ihre Gewohnheiten und die Orte, an denen sie zu finden sind. So, der Wasserpark ist als Bezirk nunmehr auch da. Wir können da ein Aquarium setzen, wir können ein Riesenrad setzen. Das gibt Kultur und Annehmlichkeiten. Wir können einen Zoo bauen, auch der. Ah, der ist wobei im Unterhaltungskomplex. Das Eremitage ist baubar und Archäologen sind nunmehr produzierbar und die kümmern sich um Altertumsstätten, von denen es ein paar gibt. Politikänderungen, boah, weiß ich gerade nicht, ob irgendwie notwendig. Wir gucken mal gerade rauf, ob hier irgendwas auffällt. Die Seefahrtinfrastruktur ist interessant für Produktion. Rationalismus rausnehmen, 30 Wissenschaftspunkte, dafür 23 Produktion, aber das verteilt sich auf die Städte. Ich finde, das lohnt sich nicht so wirklich. Dann lieber flotter erstmal durch die Technologien durchgehen. Lassen wir so. Alles okay. Wechselbanken werden immer stärker, können wir zu gegebener Zeit schauen. Aber die Kolonialsteuern sind immer noch so wahnsinnig gut. Und die Ratschkarte auch. Wir lassen das. Und jetzt ist aber einiges und mächtiges los. Wir fangen an. In dieser Runde. Der Händler geht nach Holland. Und zwar nach Amsterdam, bitte. Ich habe den Weg gesehen. Komm schon. Wo bist du? Hier ist er, 94 Gold und alles, was dazugehört. Wahnsinn, Wahnsinn für die Stadt. Und was ein Weg, das führt hier oben lang, es ist richtig Betrieb. Und Elvas wächst jetzt schon, 38 Runden, bis der Hafen da ist. In zwei Runden wird hier das Ganze ausgedehnt, dann gibt es noch mehr Produktion. Außer dem Problem, dass ich natürlich ein paar Siedler mir kaufen werde. Das ist immer noch die Hoffnung. Und wir gucken wieder nach Wilkawaman. Das hängt hier so ein bisschen, der Big Ben, ne? Warum hängt's hier? Sind wir schnell genug? Fragezeichen. Ich sehe den Turm wachsen. 15 Runden. Oh, was hätte ich gerne jetzt? Produktion. Oh nein, und hier ist eine Altertumsstätte. Und die verhindert gerade, dass wir hier unseren Raumhafen setzen können. Wow.
Wir brauchen dringend einen Archäologen. Dafür brauchen wir ein archäologisches Museum. Das haben wir in Gimareich. Und da holen wir uns den jetzt her. Für 1600. Um Himmels Willen. Nun denn, es hilft ja nichts. Wie schnell wäre der produziert? Nur, dass wir es mal gesehen haben. 8 Runden. Ne, das können wir uns nicht leisten. Der kostet uns eine halbe Runde momentan an Goldwert. Damit zieht er natürlich hoch. Das dauert jetzt unnachahmliche 4 Runden. Oh, das ist bitter. Oder kann der in Städte transferiert werden? Dann bitte einmal in 4 Runden da hoch. Ist das bitter. Das heißt, wir müssen hier weiter mit Big Ben gehen. Können uns natürlich die Produktion im schlimmsten Fall sparen. Wir haben hier übrigens auch noch die Casa de Contratación. Die sind wir auch noch am Bauen. Haben wir momentan auf Pause und auf Halde. Ja, und einige Altertumsstätten sind entdeckt. Da müssen wir dann natürlich dran. Werden wir uns dann auch drum kümmern in naher Zukunft mit unserem Archäologen. Handwerker ist da und kann hier tatsächlich nochmal Luxusgüter anschließen. Ja, dann bitteschön. Wie viele Aktionen hatten der noch? Es sind noch 2. Ich sollte mich daran erinnern, hier unten das Feld in Leria etwas zu stärken in naher Zukunft. Wohnraum in Evora ist krass und sorgt dafür, dass wir ein Wohnviertel brauchen. Immerhin haben wir ganz gute Plätze dafür. Müssen wir irgendwas aufgeben zu gegebener Zeit. Wahrscheinlich werden es die Schafe oder so sein. Ich kann es noch nicht sagen. Aber da müssen wir jetzt ein bisschen mit der Problematik gehen, dass wir warten müssen. Horatio Nelson wird ausruhen momentan. Notgedrungenermaßen. Wir können jetzt ein Panzerschiff rekrutieren. Machen wir nicht. Fahren einmal rein und erholen uns mit unserer Flotte. Hier wollen wir uns auch erholen. Tja, und hier setze ich jetzt das Jagdlager. Was ein Feld. Und da kann er gerne zurück auf dieses Feld. Das macht er auch automatisch. Sensationell. Guarda ist fertig mit dem Forschungslabor. Freut mich. Es geht relativ zügig aufs Amphitheater, weil es so günstig ist. Um noch mehr Kultur abzugreifen für die Ausrichtung. Wir müssen hier wirklich vorankommen. Nochmal 2 Gesandte über Oper und Ballett zu gegebener Zeit. 2 Feldkanonen. Was kosten die uns? Können wir uns die kaufen? Ich glaube, wir haben da ein paar Probleme. Denn wir hängen hier unten hinterher. Wo sind die Feldkanonen? Armbrustschütze. Das ist die Bombarde. Hier ist die Feldkanone. Oh, in einer Runde. Was kosten die goldtechnisch? 1320. Das heißt, wir bräuchten ja, so 2/3 Runde an Gold, um 2 Feldkanonen zu kaufen. Damit würden wir uns boosten im Bereich verbrannte Erde. Die Frage ist, wie gehen wir hier weiter? Wir können zuerst auf die Massenmedien gehen. Will ich das hier beschleunigen? Ich glaube fast schon. 3 Korps in unserem Militär werden wir nicht haben. Die Mobilisierung dauert also ein bisschen und wir wollen zur Demokratie über die Ideologie, die man nicht boosten kann. Wir würden uns hier ja, 2 Runden sparen, dadurch, dass wir eine aufgeben mit dem Geld. Das ist die Rechnerei dahinter. Und wir müssten natürlich verschieben, ja, wobei das geht, wir sind da sowieso jetzt dran. Wenn wir jetzt die Ballistik mit reinnehmen und die Feldkanone uns holen, kostet 5 Gold im Unterhalt. Die Frage wird ja letzten Endes sein, wo wollen wir jetzt hin? Sicherlich Richtung Mondlandungsstart. 2 Doppeldecker haben wir nicht, 2 Sendezentren. Das sollten wir eigentlich fast schon haben und wenn nicht, dann gleich. Den Boost holen wir uns auf jeden Fall. Das dauert, glaube ich, nur 2 Runden, wenn ich das hier richtig sehe. Und dann da oben 3. Aber wir sind schon schnell, was das anbelangt. Komm, wir pushen es mal ein bisschen. Wir machen mal ein bisschen Micromanagement hier. Feldkanone und daran erinnere ich mich dann hoffentlich auch gleich noch, weil es in der gleichen Runde sein könnte. Könnte im wahrsten Sinne des Wortes. 2 Zeitalterpunkte hinzu. Es sind noch 10 Runden. Wir brauchen noch 6 Punkte. Sollten wir im Blick behalten. 4 Gesandte können wir setzen. Boah, da könnten wir in Rapa Nui souzerän werden. Für die Moai-Statuen, die sehe ich nicht auf so wenig Fläche, die wir zu besiedeln haben. Singapur gäbe uns 2 Produktionen für jede fremde Zivilisation, mit der sie durch einen Handelsweg verbunden sind. Oh, das ist gar nicht so verkehrt. Sollen wir hier ein bisschen was reinsetzen? Ich glaube, wir bräuchten... Wir machen erstmal die 3. Sind wir hier schon souverän jetzt? Nee, es ist Gleichstand. Und dann bitte einmal noch für Singapur 1 Gesandten mehr.
Wir sind Souzerän in Singapur und bekommen mehr Produktion. Ausgezeichnet. Und lassen uns den einen noch übrig. Forschungslabor war hier fertig. Ja, hier könnten wir uns auch das Archäologische Museum kaufen in Guarda. Worauf möchte ich? Worauf möchte ich jetzt hinaus? Können uns für 7200 Gold hier den Raumhafen kaufen? Frage ist natürlich, wohin mit dem? Es gibt zwei Orte. Die Bananen müssten weichen. Entweder oder. Guarda hat nur nicht so viel Produktion. Das ist ein bisschen ein Problem. Die Campus-Forschungsstipendien würde ich gerne hier setzen. In der Produktion. Und wir kaufen uns eine Schiffswerft. Goldproduktion. Produktionsbonus entsprechend dem Goldnachbarschaftsbonus. Ja, das gibt ein glattes Plus hier in Guarda. Sehr, sehr gut. Und wir gehen in die nächste Runde, wenn ich das jetzt hier schon richtig sehe. Das war relativ zügig. Lissabon bekommt das Wohnviertel hinzu. Porto wächst wieder. Ja, und der Big Ben, das ist halt ein Thema. Und dann doch noch die Möglichkeit, ein paar Fischerboote in Braganza anzuschließen. Wir nehmen hier... Ja, setzen wir hier noch einen Handelsbezirk. Den Hafen haben wir ja hier, ne? Zwei Nahrung hinzu und ein bisschen Wohnraum. Ich finde den Hafen fast wichtiger. Obwohl im... Wir haben natürlich auch noch unser Spezialgebäude. Dürfen wir nicht vergessen. Wir gucken gerade drauf. Bei den Gouverneuren. Wir haben die Goldkammer. Das ist nämlich über Ritual bei den Eulen der Minerva möglich. Jetzt ist die Frage, ist es uns wichtiger, Kultur in Höhe des Goldnachbarschaftsbonuses abzugreifen? Der ist nicht ohne... Wie sieht es mit der Nahrung generell aus? Ich glaube, ich hätte hier eher ein bisschen mehr Nahrung zugegebener Zeit. Wobei, wir haben hier noch relativ viel Nahrung auf offener See zugegebener Zeit. Nee, wir nehmen hier die Ressource weg und setzen ein Handelszentrum. Und das glaube ich auch zuerst. Forschungslabor, da haben wir schon rein investiert und produziert. Das können wir zu gegebener Zeit eigentlich kaufen. Ich weiß. Ich habe es mir selbst angeklickt. Schon okay. Oh, hier, sehr schön. Fischerboote. Einmal bitte rein. Mehr Produktion für Evora. Und Gelegenheit für eine Kooperation hier außen. Oh, das ist interessant. Wir verkaufen natürlich mal wieder. Für 9 Gold lediglich. Diesmal an Holland. Und dann noch eine Runde weiter. Die nehme ich euch noch mit. Wir denken an die Ballistik. Nederland floriert mit elke Sendung, die u uns stürt. Sehr schön. Holland freut sich über den Handel. Das freut mich natürlich. Arsenal von Venedig ist abgeschlossen. Ballistik kommt. Oh, und wieder zwei Zeitalterpunkte. Der Wohnviertelbezirk. Und der ist tatsächlich auch sehr, sehr atemberaubend. Naturschutz bekommt die Inspiration. Heureka für den Maschinenbau. Nieder und beten wir. Ich weiß nicht zu wem. Oder gibt es schon einen Schutzheiligen der Ballistik? So, wir kaufen zwei Feldkanonen. Jetzt, in dem Moment. Einmal hier für... Oh, 660 nur. Was habe ich denn da gelesen? Grundkosten 1320. Warum zahlen wir weniger? Die Streitmachtmodernisierung gibt Nachlass auf Gold und Ressourcen bei allen Einheitenverbesserungen. Ist es das? Ich glaube, wir haben irgendeinen anderen... Irgendwas anderes, wo ich gerade nicht den Fokus drauf habe. Ihr wisst es vielleicht auswendig. Oder die Grundkosten sind nicht die tatsächlichen Kosten. Das kann auch sein. Ganz so fix bin ich in dem Bericht nicht. Jetzt nicht das Falsche kaufen, um Himmels Willen. Eine Feldkanone. In Lissabon kommt der nächste Siedler. Und dann die zweite Feldkanone für 660. Auch hier in der Stadt nur 660. Nehmen wir gerne mit. Und das gibt den Boost bei der verbrannten Erde. Ausgezeichnet. Die erforschen wir auch weiter. Ja, und dann geht es wieder Richtung Demokratie. Und dann haben wir es eigentlich bestmöglich rausgeholt, muss ich sagen. In zwei Runden wieder zwei Gesandte. Das läuft auch wie Schnuff. Zeitalterpunkte haben wir gesehen. Allianzstufe mit Lautaro ist gestiegen. Naturschutz bekommt hier Bonus. Verbrannte Erde, Maschinenbau, Salpeter können wir haben. Vulkanausbruch bei Ondini. Kleine Stadt hier ganz im Süden. So, und hier hätten wir die Möglichkeit zur Kooperation. Wird uns aber dann jetzt doch nicht mehr angezeigt. Warum nicht? Ah, wir haben für die Ressource tatsächlich schon was. Okay. Dann würde ich mit dem Handwerker gerne einmal raus. Und weiter anschließen. Dafür brauchen wir das Feld. Das kostet uns 230. Die haben wir natürlich gerade noch so zur Verfügung. Wir können wieder handeln.
Diesmal wieder für 9 Gold. Diesmal mit Sejong. Er wartet hier auf den Siedler, der fertig wird in unserer Hauptstadt. Horatio wartet ebenfalls. Und wo hängt's denn jetzt? Eine Runde bis zur Ausdehnung. 3 Runden bis zum Wachstum. Ja, Elvas muss ein bisschen pushen. Aber der zweite Bürger ist so elementar, dass ich mich schon sehr drauf freue. Schiffe kommen hinzu. Produktion in Beja. Campus-Forschungsstipendium. Können wir eigentlich direkt wieder drauf gehen? Oder gibt es irgendwas Besseres? Ah, der Wasserpark. Setzen wir ihn hier? Ja, warum denn nicht? Hier, das könnten wir allerdings noch abgreifen. Ich glaube, wenn wir hier ganz oben sind und irgendein Nachbarschaftsbonus 9 Felder weit ginge, also von 6 auf 9 erweitert, dann würde Braganza noch profitieren. Ist dann auch noch Lissabon erreichbar? Von dem Feld sind es 8? Nee, dann nicht. Die Frage ist, ist hier das mittlere Feld dann perfekt? Ja, das mittlere Feld würde bis Lissabon und bis Braganza reichen in dem Falle. Und dann bin ich dafür, dass hier der Wasserpark gebaut wird. Den brauchen wir dann hier in meinen Augen nicht mehr. In Braga. Da muss aber auch was gesetzt werden. Oh Gott. Und dann geht es natürlich auf die Hafenverschiffung. Gold und danach große Admiralpunkte. Die brauchen wir auch nicht so dringend, ne? Handwerker sind wieder ein Thema. Die können wir uns zu gegebener Zeit kaufen. Was ich unbedingt gucken will, wie weit ist Big Ben? Das sieht immer noch entspannt aus. Ich glaube, die Produktion ist in Wilka bei 18 Bevölkerungspunkten nicht so hoch. Das wäre wirklich zweifelhaft. Wir kommen hier gut hinterher. Es sind leider immer noch 14 Runden. Wir gucken auf die großen Persönlichkeiten. 5400. Wir machen leider wenig Punkte bei den Ingenieuren. Das ist zu wenig. Das muss ich wirklich sagen. Es ist allerdings Wahnsinn, was wir beim Wissenschaftler machen. Aber wir müssen es einfach abwarten. So, durch die Ballistik sind wir hier durch. Wir wollen in Richtung Mondlandungsstart und gehen dafür für die fortgeschrittene Luftfahrt. 2 Doppeldecker hole ich jetzt nicht an der Stelle. Und dann geht's schon wieder in die nächste Runde. Ich kann es mir eigentlich noch gar nicht vorstellen, dass wir alles gemacht haben, weil dann nehme ich euch noch eine mit. Nee, tatsächlich. Es sind noch ein paar Dinge zu tun. Wir können nochmal die Fischerboote anschließen. Wir können wieder handeln. Diesmal nur noch mit Menelik. Ah, das gibt natürlich schön viel Produktion, noch und nöcher. Aber dann soll es das an der Stelle gewesen sein, weil wir so viel Tempo drin haben und ich in der nächsten Runde sicherlich hier unten die zweite Stadt gründen werde. Unser Siedler, er rückt näher. Vor allen Dingen sehe ich gerade, wir sind hier auf eine Runde dran an unserer Gratis-Militäreinheit und dieser Ritter ist auf dem Weg zum Bonusdorf. Das ist auch in 3 Runden dann erledigt. Oh, da wird viel passieren und ich glaube, wir brauchen hier einen Handwerker. Bevor ich das vergesse zwischen den Runden, kaufe ich mir den. Das sind allerdings leider nur 3 Aktionen mit ihm und dann könnten wir können hier auch dann zu gegebener Zeit was machen. Er hat noch eine Aktion nach unten und dann können wir die ganzen Fischerboote hier setzen. Ja, ich glaube, wir brauchen hier relativ schnell einen Handwerker. Können wir den mit Glauben kaufen? Leider nicht. Wir haben auch nicht mehr so viel nach unserem Kauf eben. Eine Handwerker hier noch als Einheit in Elvas hinzu. Jetzt schon. Kornspeicher sollten wir auch überdenken. Können wir eigentlich gerade sofort machen. Stadt soll wachsen. Handwerker kommt raus. Geht raus. Wir gehen aus der Folge raus. Wir enden da, wo wir angefangen haben. Beim Tannenbaum. Ich freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet bei Let's Splinter. Schön, dass ihr dabei gewesen seid bei Civilization 6, João III. Und unserem portugiesischen Reich. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, ciao.